zu einem neuen Vlog. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ja, ein neuer Vlog hier aus Berlin. Heute ist Dienstag, nach dem Osterwochenende, bin jetzt über Ostern hier in Berlin gewesen. Bisschen mit Freunde und Familie. Und heute geht's zu dem ersten Termin, was ich hier noch in Berlin habe. Bin noch 2 Tage in Berlin. Hab noch 3-4 Termine. Heute auf jeden Fall mit Lisa von Aim Up. Auch einen habe ich mal vorgestellt auf Startup Willi. Die machen so Marketing und Corporate Design. Werden wir auf jeden Fall später noch ein paar Impressionen sehen. Ansonsten gehe ich jetzt noch kurz in den Kaffee, noch ein bisschen arbeiten. Und dann sehen wir uns gleich beim Mittagessen. Bis dann. Hier den Vlog unterbrechen. Ich bin jetzt mittlerweile schon zu Hause, wie ihr sehen könnt. Allerdings waren die Tage in Berlin ein weniger stressig wie gedacht und ich hatte ja nur die 2 Tage, in denen ich wirklich was in die Startup-Richtung machen konnte, in denen ich Startup besuchen konnte. Deshalb waren die sehr voll, deshalb habe ich nicht alles filmen können, was es gab. Auf jeden Fall habt ihr bis jetzt den ersten Tag gesehen. Jetzt seht ihr gleich den 2. Tag, noch kurz was zum 1. Tag. Wir haben dann das Interview mit Lisa von Aim Up gemacht. Das seht ihr unten in der Videobeschreibung. Da ist ein super cooles Interview draus geworden. Geht so 20 Minuten, sind echt coole Informationen über Corporate Design, über Corporate Identity. Guckt da auf jeden Fall mal rein, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Anschließend hatte ich mich noch mit Chris getroffen. Chris ist diejenige Person, die die Videos bei Gründerszene macht, aber auch selber selbstständig ist und auch Fotos macht. Guckt da auf jeden Fall mal rein. Ich habe da auch noch die Informationen zu Ihnen unten in die Videobeschreibung. Das war auf jeden Fall auch noch ganz auch cool, hat ganz viel Spaß gemacht. Und jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit Tag Nummer 2. Der Tag Nummer 2 beginnt auch mit einem Teil, wo ich die Kamera leider noch falsch eingestellt habe. Deshalb zeige ich es euch jetzt. Wir sind auf dem Weg gewesen zum Treffen mit MyCoffeeIn-App. Das ist eine App, auf der man ganz einfach den Kaffee bestellen kann, den Kaffee to go bestellen kann, dann nur noch in das jeweilige Kaffee reinlaufen muss, das direkt zu der Abholschlange gehen kann, das direkt abholen und wieder rausgehen kann. Das ist die Idee. Ich habe die App ausprobiert. Das seht ihr jetzt gleich im Video. Und anschließend habe ich mich auch mit dem Gründer getroffen. Da kommt nächste Woche das Video. Aber das seht ihr jetzt auf jeden Fall von dem Tag Nummer 2. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Termin, das mit dem Kaffee abholen hat zum Glück geklappt. Konnte den Kaffee ohne Probleme direkt abholen, rechts an der Abholstelle gar nicht hingehen müssen zum Bestellen. Und ging auch super schnell, war pünktlich soweit. War jetzt wie gesagt beim Einstein-Kaffee und jetzt bin ich wie gesagt auf dem Weg zu den Gründern von der MyCoffeeIn-App. Werden uns das Ganze mal anschauen, werden mit ihnen ein bisschen drüber diskutieren. Es kommt auf jeden Fall in einem Extra-Video. Bin jetzt schon ganz arg gespannt drauf, genieß noch den Kaffee und dann geht's zu dem Termin. Ja, und das ist es auch schon wieder, was ich an Videomaterial aus Berlin habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War dieses Mal wirklich ein bisschen chaotischer, bisschen stressiger alles. Deshalb tut es mir leid, dass das Videomaterial nicht ganz so viel versprechen ist wie das letzte Mal. Ich hoffe, ihr habt trotzdem guten Eindruck bekommen und ich möchte euch auf jeden Fall jetzt auch noch ein bisschen was mitgeben, was ich in Berlin mir so ein bisschen aufgefallen ist, beziehungsweise was für mich das Ganze auch so ein bisschen ausmacht. Ich möchte es euch anhand eines Beispiels erklären. An dem Mittwoch war ich vormittags in einem relativ coolen Café. Ich glaube, da habt ihr auch Aufnahmen gesehen. Und es hat viel Spaß gemacht, habe da ein bisschen vor mich hingearbeitet, habe das WLAN gehabt. Und genau diese Atmosphäre ist halt unbeschreiblich. Die ist mega inspirierend. Während ich in diesem Café war, sind 2 Mütter reingekommen, die sich hingesetzt haben, über irgendein Projekt geredet haben. Der Besitzer von dem Café hat da aktuell, als ich drin war, die Produktbilder für seine Karte gemacht. Und man hat einfach da so ein kreatives Schaffen. Also man ist da einfach relativ offen und ist bereit, jeder hat so ein bisschen seine eigenen Projekte, jeder ist einfach was anderes, weil jeder ein Projekt hat oder auch mehrere Projekte hat und man wird nicht komisch angeschaut und man sagt, hey, ich habe das Projekt und das Projekt und ich setze mich da hin und arbeite vor mich hin, sondern es ist da ganz normal und man sieht ganz viel Gleichgesinnte und dadurch ist es halt auch sehr inspirierend und motiviert sich gegenseitig auch sehr und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und fand ich da echt cool. Das ist für mich ein bisschen beispielhaft, wie es in Berlin ist. Ansonsten wirklich eine sehr, sehr coole Stadt. Geht auf jeden Fall hin, falls ihr die Möglichkeit habt. Arbeitet ein bisschen, trefft ein bisschen mit Leuten. Bietet auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ansonsten jetzt noch kurz ein paar Infos. Die nächsten
die nächsten Wochen werden noch einige richtig, richtig coole Folgen von Video will Gründen kommen. Ich habe richtig coole Themen mir rausgesucht, die ich jetzt in den nächsten Tagen abdrehen werde, die ich machen werde. Da geht es auch so ein bisschen darum, hey, was ist meine Motivation, wieso ich überhaupt bin. Da gibt es Video, ob man überhaupt studieren muss, um ein Startup zu machen oder ob man gleich von Anfang an nach dem Abitur ein eigenes Startup machen soll. Und lauter solche Fragen sind echt total spannende Themen, wie ich finde. Ich freue mich ganz arg, das wollte ich bloß noch vorankündigen. Ansonsten sind natürlich auf Startup Willi einige mehr geworden. Wir sind jetzt auf Facebook schon über 800. Das heißt auch in die neuen Hallöchen zusammen. Und freue dich auf eine gemeinsame coole Zeit. Lasst gerne Kommentare da, wenn euch irgendwas interessiert hat. Wenn ihr einfach bloß Hallo sagen wollt, wenn ihr irgendwo Hilfe braucht, lasst Kommentare da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und bis dahin. Ciao.